liebe Hoferinnen und Hofer, am Montag haben wir in der Stadtratssitzung einen Sachstandsbericht über die Digitalisierung im Rathaus gehört. Und es gab einiges Neues zu erfahren, worüber wir jetzt auch einen kurzen Einblick geben wollen. Zum Beispiel ist die Stadt Hof digitales Amt, und zwar ganz offiziell. Wir sind für Sie da, auch online, mit vielen Verwaltungsdienstleistungen, die in Zukunft auch noch mehr werden sollen. Unser Ziel ist es, ein papierarmes Büro zu schaffen mit Einführung der E-Akte. Da sind wir auf dem Weg, und dafür habe ich auch unseren Fachmann mitgebracht, den Herrn Kupiai, verantwortlich für die Digitalisierung. Und er erzählt jetzt, wo er gerade dran ist. Hallo. Bei uns finden Sie mittlerweile über 70 Leistungen, die Sie online beantragen können. Rund um die Uhr, im Wohnzimmer, zu Hause oder bei dem schönen Wetter auch im Garten. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch weiterhin für Sie da, und Sie können bei uns online Termine vereinbaren. Dort erfahren Sie, was Sie mitbringen dürfen, was Sie brauchen, was Sie benötigen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann eigentlich das meiste schon vorbereitet, wenn Sie da sind. Eine unheimliche Zeitersparnis. All diese Dinge verbessern wir und machen immer weitere Leistungen, die Sie nutzen können. Eine der Leistungen ist zum Beispiel Ihre Mülltonne. Hier können Sie ganz einfach über die hof.de Ihre Mülltonne umbestellen, abbestellen. Das geht ganz einfach mit einigen Klicks. Sie können Ihren Personalausweis nutzen, dann sind alle Daten schon hinterlegt. Auch wie das funktioniert, finden Sie bei uns auf der Homepage. Und es geht noch weiter mit der Digitalisierung. Das Ziel ist es, in diesem Jahr noch die 100. digitale Leistung anzubieten für Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Und eine ganz neue ist die Kids Card für die Hofer Kinder. Die haben wir auch am Montag vorgestellt für die 9- bis 13-Jährigen. Das ist im Scheckkartenformat eine Möglichkeit, viele Vergünstigungen und freie Eintritte zu kriegen. Und das läuft auch mit einem richtig flotten und praktikablen digitalen Hintergrund. Die Kinder, die Familien können sich selbst einloggen, und wir sehen auch, wie es läuft und was abgerufen wird. Und weil da auch Freibadeintritte dabei sind, sagen wir jetzt: Wir wünschen einen schönen Sommer analog in unserer Stadt Hof am Untreusee und im Freibad.